Nun willkommen zu meinem neuen Video in der Serie Dinge, die man wissen sollte. Heute werde ich mich mit dem Phänomen Ebbe und Flut beschäftigen und euch versuchen zu erklären, warum es überhaupt dazu kommt. Bevor wir anfangen, schauen wir uns ein kleines Bildchen hier an. Okay, und zwar seht ihr hier die Erde und hier habe ich versucht, einen See zu skizzieren. Ich hoffe, der ist nicht zu hässlich für eure Augen, sondern er dient dem Zweck. Okay. Was jetzt noch zusätzlich hinzukommt, ist der Mond. Bevor ich den Mond einzeichne, hier habe ich auch den Orbit des Mondes, was nichts anderes ist als die Umlaufbahn des Mondes. Der Mond umkreist ja die Erde. Wenn ihr euch jetzt einen Mond vorstellt, schaut mal an, was mit dem Wasser passiert. Und zwar sorgt der Mond für eine Anziehungskraft zwischen Erde und Mond. Diese Kraft kann natürlich auch auf Wasser wirken und dafür kommt es zu so einer sozusagen Anziehung des Wassers. Und das könnt ihr euch hier jetzt vorstellen wie ein Tuch. Wenn ihr ein Tuch an einer Stelle hochzieht, dann gehen die Enden immer näher an diese Stelle, wo ihr hochgezogen habt. Sprich, es wird kürzer, das Tuch. Und hier passiert genau das Gleiche. Und ihr seht hier am Ende, wo der Strand ist, da war er am Anfang, jetzt ist er schon auf diesen Punkt abgesunken. Okay. Im nächsten Schritt habe ich hier noch eingezeichnet, wenn sich der Mond weiter bewegt, dann wandert natürlich diese Beule, die wir haben, immer mit und der höchste Punkt steht sozusagen immer über der Sonne. Nicht über der Sonne, sorry, zwar genau senkrecht zum Mond. Er wandert dann weiter. Ihr seht dann hier, was passiert. Das Wasser geht nochmal weiter zurück. Wir haben sozusagen, das ist der Ablauf, der hier was darstellt, und zwar ist das hier eine Ebbe, die wir haben, hier an beiden Enden. Jetzt geht es hier weit und dann seht ihr, das Wasser ist jetzt ein bisschen wieder hochgestiegen vielleicht, oder ja, ist jetzt wieder hier ein bisschen hochgestiegen, sprich es kommt langsam die Flut zurück. Und hier kommt es zu einer sozusagen zu einer Ebbe hier am anderen Ende. Wenn der Mond natürlich verschwindet, wird das Wasser auch nicht mehr angezogen, dann hätten wir dieses ganz anfängliche Bild. Okay? Also die Ursache, warum die Erde und Flut bekommt, ist die Anziehungskraft zwischen Erde und Mond. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, ich mache mal vorher, und zwar die Sonne. Im Endeffekt ist es die gleiche Physik, die da hinten dran steckt wie beim Mond. Es handelt sich auch hier um einen periodischen Effekt, da sich ja die Erde um ihre eigene Achse dreht. Also ihr fragt euch, warum vielleicht, warum die Sonne immer noch so eine große Wirkung auf uns hat. Es kommt daher, obwohl sie einen sehr viel weiteren Abstand zur Erde hat als der Mond, hat sie eine sehr, sehr gigantische Masse. Und dadurch ist die also die Anziehungskraft durch die Sonne immer noch relativ stark. Natürlich nicht so stark wie der vom Mond, aber immer noch relativ stark. Es ist circa die Hälfte der Stärke vom Mond. Und auch dieses ist periodisch, und zwar mit der Drehung der Erde. Und hier kommen wir auch schon zum nächsten Faktor, und zwar die Eigenrotation der Erde. Diese ist immer vorhanden und diese sorgt dafür, also ich habe hier mal eine Zeichnung gemacht, hier haben wir den Planeten, hier die Rotationsachse und es dreht sich in irgendeine Richtung. Das ist eigentlich nicht wichtig, in welche Richtung, sondern was daraus folgt. Wenn ihr euch vorstellt, ihr hättet hier ganz viel Wasser, was würde dann passieren? Das Wasser würde nach außen gehen und man nennt es sozusagen im Alltagsgebrauch, nennt man das diese Zentrifugalkraft. Es kommt sozusagen dazu, dass diese Teilchen durch ihre Trägheit nach außen fliegen wollen und dadurch kommt sozusagen eine Beule am Äquator und wodurch wieder mit bei diesem Tuch werden die Enden hier kürzer. Und ihr seht hier das nochmal mit den Pfeilen dargestellt. Also hier kommt die größte Beule, hier ein bisschen kleiner und so weiter. Und es sorgt natürlich, dass an den Küsten immer weniger Wasser da ist. Also am Äquator ist der höchste Punkt, an den Küsten wird dann dadurch weniger. Und das war es auch schon. Wie immer danke ich euch für die Aufmerksamkeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das anzuschauen. Ich hoffe, das erklärt, was euch interessiert hat, und zwar wie es zu Ebbe und Flut kommt. Wenn ihr noch Fragen habt, nutzt die Comments. Ich
bin eigentlich sehr oft online und überprüfe das, ob jemand Comments geschrieben hat. Okay, ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao.